Wir haben hier das Wi-Fi-Endoskop. Das Ganze ist eine kleine Kamera an einem relativ starren und langen Kabel. Die Kamera hat ein direktes Licht um die Linse gebaut, dass man also, was immer man damit filmt, direkt beleuchten kann. Besonderheiten an diesem Endoskop ist, dass ein kleiner Wi-Fi-Sender dabei ist. Das heißt, man schließt die Kamera an dem Wi-Fi-Sender an, verbindet das Smartphone, Tablet, Laptop, was auch immer man benutzen will, mit dem WLAN dieses Gerätes und kann dann kabellos das Bild der Kamera empfangen und aufnehmen. Wir packen das Ganze mal aus. So, was erwartet uns hier in der Packung? Wir haben zunächst einmal das Gerät selber. Das Ganze ist jetzt hier mit einem Micro-USB-Anschluss. Das hat folgenden Hintergrund. Als ich das gekauft habe, hatte meine Kamera einen Schaden. Das heißt, das Licht hat zwar funktioniert, aber sie hat kein Bild geliefert. Ich habe daraufhin den Verkäufer kontaktiert und mir wurde ohne Wenn und Aber sofort eine neue Kamera, also nur dieses Teil hier, zugeschickt mit einem Micro-USB-Anschluss. Das heißt, ich könnte das theoretisch auch an einem Android-Smartphone, Tablet, was auch immer benutzen. Zusätzlich gab es aber auch so einen Stecker, der den Micro-USB-Anschluss zu einem normalen USB-A-Anschluss macht, dass ich ihn weiterhin an dem Empfänger benutzen kann. Das Ganze ist im Grunde eine kleine Powerbank. Man könnte es auch als Powerbank benutzen. Andererseits kann es natürlich auch das WLAN erstellen. Ich mache das mal an. Sieht auch relativ stylisch aus mit Licht. Spannt jetzt sofort ein WLAN-Netzwerk auf. Die Daten sind hier unten. Funktioniert zuverlässig, kann einfach über Micro-USB geladen werden. Hier ist auch ein Micro-USB-Ladekabel dabei, ein Netzteil nicht, aber ich denke, ein USB-Anschluss zum Laden sollte jeder haben. Hier sind ein paar Befestigungsbänder, um das Kabel an diesem, ich sag mal, ja, eigentlich ist es kein Selfie-Stick, sondern halt so ein ausfahrbarer Stick, wo man die Kamera vorne einspannen kann, wenn man zum Beispiel, ich sag mal, irgendwelche Deckenluken oder Lüftungsschächte oben an der Decke oder irgendwas, was halt hoch liegt, wo man schwer mit dem Arm hinkommt, filmen will, dann kann man mit dem Stab die Kamera dahin führen. Das ist ganz praktisch. Ansonsten ist die Kamera aber auch wirklich, man sieht es schon hier, relativ steif. Das heißt, man könnte, ich sag mal, bis zu einem Meter auch einfach nur das Kabel der Kamera halten. Das sollte funktionieren. Hier sind noch jede Menge Aufsätze dabei. Also da ist ein kleiner Haken, eine Fassung mit einem Spiegel, dass man Kamera auch um die Ecke filmen kann. Hier ist ein Magnet dabei, wenn zum Beispiel irgendwas in den, ins Waschbecken gefallen ist und in den Abfluss reingerollt ist. Wenn ihr das Glück habt und es ist magnetisch, was bei Ringen ja nicht immer der Fall ist, dann kann man aber den Haken benutzen, wenn es ein Ring ist. Ansonsten, wenn es magnetisch ist, einfach den Magneten aufsetzen und sofort hat man das Teil wieder. Finde ich ganz gut. Ansonsten ist hier noch eine Anleitung dabei, die relativ gut erklärt ist. Da ist einfach alles beschrieben, wie man das Gerät benutzt, wie man das WLAN einstellt, wie man die verschiedenen Apps benutzen kann. Das Gerät soll theoretisch auch wasserdicht sein. Ich würde da jetzt nicht unbedingt drauf vertrauen. Ich meine, in einem Abfluss, wenn da jetzt kein Wasser läuft, ist es kein Problem. Aber komplett unter Wasser tauchen würde ich mich jetzt persönlich nicht trauen. Wer weiß, theoretisch soll es funktionieren. Ansonsten App Store, Google Play, natürlich kein Problem. Windows, Mac. Wenn ihr das USB-Kabel der Kamera direkt in einen USB-Anschluss am Computer steckt, wird die Kamera auch ganz normal als Gerät erkannt. Das heißt zum Beispiel an einem Mac kann man ganz normal Fotobooth benutzen oder an einem Windows-PC irgendein anderes beliebiges Programm, das ein Kamerabild darstellen kann. Theoretisch sogar Skype, wenn ihr Lust drauf habt. Aber da kann man halt alles benutzen. Ich zeige euch jetzt im Anschluss ein paar Bilder der Kamera, was die so leistet und wie der Einsatz damit aussieht.